Zu einem Volksmusikabend der besonderen Art wurde vor kurzem in den Stadtsälen Voitsberg geladen. Besonders deshalb, weil der Abend nicht von erfahrenen Volksmusikanten gestaltet wurde, sondern von Musikschülern des Bezirkes. Die Idee war einfach einmal, die vier Musikschulen des Bezirkes, Ligist, Bernbach, Voitsberg und Köflach, zusammenzuholen, um einfach die Schüler, die ja normal nur im stillen Kämmerchen üben müssen und dann noch zur Vorspielstunde dürfen, einmal in so einer Runde zusammenbringt. Und der Gedanke ist, dass es Publikum gibt, dass man tanzt, dass die Schüler direkt zum Tanz auch aufspielen müssen und vielleicht auch ein bisschen schauen, wie machen das andere Gruppen, wie spielen andere, und so soll das einfach ein schöner, ein lustiger Abend sein, aber durchaus auch, wo sie auch ein bisschen was mitnehmen. Wir haben das im Vorfeld koordiniert, dass eben unterschiedlichste Stücke gespielt werden, dass wir nicht alle vier die gleichen haben. Das ist eine Frage der Kommunikation. Das hat bestens funktioniert mit den Musikschuldirektoren. Und die Volksmusiklehrer, die an den jeweiligen Musikschulen eben unterrichten, die haben das sehr toll umgesetzt mit den Schülerinnen und Schülern der Schulen. Der Abend stand in Anlehnung an die beliebte Sendung »Mein Liebste Weiß« von Franz Bosch unter dem Titel »A lustige Weiß«. Franz Bosch ist ein Vorbild für alle Volksmusikanten und auch für jede Sendung, weil er ist ein Musikant und ein Moderator. Ich versuche das auch in der gleichen Art und Weise heute. Bin selbst mit meinen Schülern aus Ligist angereist und werde hoffentlich alle vier Musikschulen zu einem guten Einklang bringen. Gerade im ländlichen Raum und vor allem in der Weststeiermark ist die Volksmusik natürlich sehr hoch im Kurs bei der Jugend. Und wir haben auch dementsprechend viele Pädagogen, die selbst Volksmusikanten sind, also auch lebende Vorbilder für die Kinder sind. Und wir schauen auch, dass Volksmusik Tanzmusik ist. Das heißt, dass man nicht nur auf der Bühne steht und Konzertmusik macht, sondern wirklich die Leute zum Tanzen bewegt damit. Der gemeinschaftliche Volksmusikabend der vier Musikschulen war ein großer Erfolg und eventuell gibt es auch eine Fortsetzung. Das ist heute sozusagen unser Pilotprojekt und wir haben vor, wenn das angenommen wird, vielleicht im nächsten Jahr durchaus dann eine andere Musikrichtung anzubieten. Vielleicht einmal Rock, mit Gesang, irgendwas, Jazz, also die Palette ist da eh recht groß und so, dass man immer ein anderes Thema hat und die Musikschulen einladet und die dann gemeinsam musizieren können. Wir sind in jedem Fall gespannt, mit welcher Musikrichtung uns die Schülerinnen und Schüler der Musikschulen des Bezirkes im nächsten Jahr dann vielleicht überraschen werden.